Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal meine Anfänge hier auf YouTube an. Wir reagieren auf die ganz allerersten Videos, die ich damals gemacht habe. Anfang 2016 müsste das losgehen. Das haben sich richtig viele Leute von euch gewünscht unter dem letzten Reaction-Video, was ich gemacht habe, zu dem einen Video von Patrick. Und von daher dachte ich mir, warum nicht? Das ist eigentlich eine coole Idee. Die allermeisten von den Videos, die wir uns da gleich anschauen werden, habe ich wirklich ewig nicht gesehen. Ich habe die halt damals irgendwann gemacht, mir sie dann wahrscheinlich einmal angeschaut oder so und seitdem wirklich nicht mehr. Mit Ausnahme von einem Livestream, den wir mal gemacht haben vor ziemlich genau einem Jahr. Da habe ich auch mal auf ein paar Videos reagiert, aber das ist schon so lange her, selbst das ist schon so lange her, dass ich mich da nicht mehr wirklich dran erinnere und außerdem waren das auch echt nicht viele Videos und ich weiß auch gar nicht welche. Von daher, vielleicht erwischen wir heute ganz andere. Ich werde da einfach random so ein bisschen durchgehen und schauen, was da interessant ist. Zuallererst stellen wir das hier mal um. Älteste zuerst, oh Gott, und da wird es ein paar ganz, ganz schlimme Sachen geben. Gut, erstmal das allererste Video, was ich damals hochgeladen habe hier auf dem Kanal, was es auch noch gibt, glaube ich. Also das ist nicht privat. Nee, ist es auch nicht, sieht man ja. Das war ein F1 2015 Trailer. Nichts Besonderes, da rede ich auch nicht oder so, da müssen wir uns das müssen wir uns gar nicht anschauen. Das zweite war dann ein DFB-Pokal-Finale. Also so eine Prediction sollte das sein. Dortmund gegen Wolfsburg. Ich glaube, im Real Life hat Wolfsburg damals gewonnen, tatsächlich, ne? Kann das sein? Ich denke schon. Aber auch da rede ich nicht. Da habe ich einfach so ein FIFA-Spiel gemacht, habe die KI gegeneinander spielen lassen und habe das dann hochgeladen. Können wir ja mal kurz reingucken, aber das ist wirklich nichts Besonderes. Ja, so sieht das Ganze aus. Nichts Besonderes. Ich habe aber sogar selber gespielt, tatsächlich. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass ich die KI halt spielen lassen habe gegeneinander, aber das stimmt gar nicht. Ja, aber ohne Commentary, ohne sonst was, habe ich wenigstens das Spiel hier gewonnen am Ende. Ah, tatsächlich habe ich sogar gewonnen. 3-0 im Elfmeterschießen. Super. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommt hier, glaube ich, noch mein allererstes Intro, ne? Ja, kann man aber machen. Also ihr müsst bedenken, das war somit mein allererstes YouTube-Video. Und dafür? Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Random Video, da habe ich einfach den Trailer vorgeschlagen. Ah, und dann diese Freemake-Scheiße hier am Ende immer. Das ist so ein Videokonverter, der macht die Videos halt viel kleiner. Also die Dateigröße kleiner. Das musste ich damals immer machen, weil mein Laptop, mit dem ich damals aufgenommen habe, das sonst nicht gepackt hat. Ja, deshalb habe ich das immer gemacht. Und am Ende, weil das halt so eine kostenlose Version war, kam dann immer dieses komische Outro von denen. Ja, weg hier lieber. Das allererste Video, in dem ich tatsächlich geredet habe, müsste das hier sein. Thrustmaster T80 Unboxing. Das war das allererste Lenkrad, was ich mir damals geholt habe. Von wann ist denn das Video? Mal so aus Interesse. 22.09.2015. Ach du Scheiße, das ist halt... Das ist 5,5 Jahre her. Ja, leck mich. Was geht, Leute, und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar heute mal ein Unboxing. Wir packen nämlich hier das Thrustmaster T80 Racing Wheel aus für die PS4 und die PS3. Ich glaube, man kann es auch für den PC benutzen. Aber bin ich mir nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall ist das das erste Lenkrad, was ich habe. Ja, da packe ich vor die Kette. Ich muss das gerade mit meinem Handy filmen, deswegen, ne? Wird wahrscheinlich das schlechteste Unboxing, was ihr jemals gesehen habt. Aber ich hab einfach das tut weh. Also ja, diese allerersten Videos, muss ich schon sagen, die sind schon sehr cringig. Ja, sorry dafür, auf jeden Fall. Ich habe die zwar alle nicht runtergenommen, weil das gehört halt dazu. So hat das halt angefangen und das soll sich auch jeder anschauen können, bin ich der Meinung. Aber das ist schon unangenehm, muss ich sagen, das zu sehen. Ja gut, das Video ist aber an sich nichts Besonderes. Ich packe da halt das Lenkrad aus. Ich finde das aber, also von der Qualität her, okay, da kann man sich drüber streiten, aber so von der Art, wie ich rede... R3, das ist okay, finde ich. R2, R3 ist ja, glaube ich, wenn man den rechten Stick... Es ist okay. Also dafür, dass das mein allererstes Video war, auf dem Kanal hier, auf dem ich geredet habe. In dem ich geredet habe, was habe ich gerade gesagt? Irgendwas Komisches. Naja, das war halt das erste Video, in dem ich wirklich was gesagt habe. Und dafür ist es okay, aber weiter müssen wir uns das auch nicht anschauen. Da gibt es, glaube ich, interessantere Sachen. Ja, das war halt einfach so ein Unboxing von diesem Lenkrad hier. Ist übrigens nicht so geil, das Lenkrad. Würde ich euch nicht empfehlen. Ah, genau, und das Video, haben wir ja gerade gesehen, kam im September 2015. Und das war dann so das erste, mit dem ich wirklich richtig losgelegt habe. Das kam hier Januar 2016, genau. Also da habe ich dann wirklich regelmäßig angefangen, Videos zu machen. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar gibt es heute eine kleine Zusammenfassung, geil, nenne ich es mal. Geil, das war so eine Liga in Anführungszeichen, in der ich damals mitgefahren habe. Von wo hatte ich? Ich glaube, auf Facebook war das damals noch. Das kann man sich auch heutzutage fast nicht mehr vorstellen. Also eigentlich würde kein Mensch mehr so eine Liga wirklich auf Facebook machen. Ja, aber das war, ich weiß gar nicht, wem von denen, die damals gehört hat.
Ja, das war halt irgendwie einmal pro Woche bin ich da ein bisschen mitgefahren. Das waren jetzt auch nicht so die allerbesten Leute, das war mehr so aus Spaß. Was ich gerade lustig fand, ich hatte damals schon dieses Was geht, Leute, am Anfang des Videos. Das fand ich gerade krass, das wusste ich gar nicht mehr, dass das schon so lange da ist, aber cool auf jeden Fall. Von dem Ligarennen, was jetzt am Samstag war. Und als allererstes seht ihr hier mal die Tabelle, das war nämlich das dritte Rennen in dieser Saison, nenne ich es mal. Und hier ist die Tabelle, ihr seht, nach zwei Rennen sind wir auf Position 2, 3 Punkte hinter dem Führenden. Und ja, das dritte Rennen der Saison ist hier das Spanien Grand Prix, weil wir fahren nämlich keine volle Saison, sondern nur, ich glaube, 12 Rennen, also sind nicht alle dabei. Die ersten beiden Rennen waren in Australien und in Malaysia, also so wie sie auch wirklich sind. Und der dritte Grand Prix war dann eben hier in Spanien. Und was ihr hier jetzt seht, ist meine schnellste Meine Stimme damals, das finde ich fast das Schlimmste daran irgendwie. Also wie krass sich das verändert hat, das ist schon Wahnsinn. Das merkt man ja selber gar nicht so, ne? Also, wenn man das jetzt nicht hören würde, dann, also, ich sag mal so, wenn ich nicht wüsste, dass das ich bin, ich weiß nicht, ob ich das erkennen würde. Ohne Scheiß, weil es hört sich halt komplett anders an. In der Tabelle konntet ihr auch sehen, dass es sehr knapp ist. Wir sind momentan auf Platz 2 mit einem Sieg hinter Avanti Rossi. Heißt er, glaube ich, der auf Position 1 momentan mit 43 Punkten. Wir sind auf 40. Und allerdings war dieser Avanti Rossi in diesem Rennen leider nicht dabei. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob beim nächsten Rennen wieder da sein wird. Auf jeden Fall ist er nicht dabei. da sieht man schon die Qualität dieser Liga. Der Führende zu dem Zeitpunkt war einfach nicht dabei. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor, vielleicht zum Start des Rennens. Ich glaube, im Qualifying, das war irgendwie Platz 2 oder so damals. Also, ich muss auch sagen, die Leute in der Liga waren da alle nicht besonders gut. Abgesehen von, wir sind sogar auf die Pole gekommen. Sogar auf die Pole. Ja, das waren aber nicht so die allerbesten. Der eine war nur krass, dieser Alex, das weiß ich noch. Den habe ich noch irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, der ist damals sogar bei AOR gefahren. Da gibt's doch diese, die kennt ihr bestimmt, ne? Das ist so eine Liga, kann man das Liga nennen? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er da so in der höchsten PS4-Klasse damals gefahren, glaube ich sogar danach. Also, der war echt heftig. Das dritte Rennen der Saison. Wir kommen sehr gut weg, können zumindest direkt von der Linie weg unsere erste Position hier behaupten, ziehen direkt rüber, weil ich keinen Windschatten den anderen geben wollte. So, wir bremsen jetzt hier rechtzeitig und da kommt dann irgendein Mercedes innen rein, hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht und dadurch übernimmt Alex jetzt kurzzeitig die Führung und sogar irgendein anderer noch, dessen Namen ich gerade nicht lesen kann, sorry dafür, hat uns auch noch kurzzeitig überholt. Krass. Also diese Liga, das war eh so ein, das habe ich damals so ein bisschen ausgenutzt. Ich habe da, glaube ich, also solche Liga-Videos, da gab es noch mehrere. Das war nicht das einzige, ne? Wenn ich mich nicht irre, müssen wir mal schauen. Also ich bilde mir ein, da gab es noch ein paar mehr. Finde ich jetzt natürlich nicht hier so auf die Schnelle, aber auf jeden Fall habe ich dann immer Videos von diesen Liga-Rennen gemacht und habe dann auf der Facebook-Seite von denen gepostet, ja, hier ist doch zum Beispiel eins, dieses Kanada-Rennen. Und dann habe ich da gepostet, ey, schaut vorbei, Highlights von meinem Video. Ach, und übrigens, eine Karriere mache ich auch, schaut doch gerne mal vorbei. Ganz, ganz peinlich, aber naja, anscheinend hat es ja irgendwie funktioniert. Fragt mich nicht, wie. Okay, aber auch das Video, da gibt's interessantere Sachen. Ich will da halt überall nur so ein bisschen reingucken. Ich denke, wir werden uns kein Video jetzt wirklich komplett anschauen. Aber ich finde das gerade echt spannend, da einfach mal so die Anfänge durchzugehen. Übrigens, das Mikro, was ich damals benutzt habe in dem Video, war einfach mein Handy. Das war, glaube ich, mein iPhone 4 damals. Das war mein iPhone 4, wenn ich mich nicht irre. So ein weißes hatte ich da. Und dafür geht's klar. Also dafür geht's klar. Ich habe wirklich mit meinem iPhone, da gibt's doch diese Sprachmemo, diese Memo, wo man sich halt seine Stimme aufnehmen kann. Und so habe ich einfach dann mein Mikro aufgenommen. Jetzt kommen wir zu einem ziemlich besonderen Video. Das allererste Karrierevideo, was ich jemals gemacht habe. Das war in F1 2015. Mit Daniel Ricciardo haben wir da so eine Saison gespielt. 2015 war ja eh relativ scheiße, weil es gar nicht so eine wirkliche Karriere gab. Man konnte jeweils immer nur eine Saison spielen und dann nicht mal mit sich selbst, sondern mit einem Real-Life-Fahrer. Und das haben wir damals mit dem guten Daniel gemacht eben. Und was ist das denn? Okay. Ich habe gerade Angst, das zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man sowas zeigen darf, so Real-Life-Bilder, deswegen überspringen wir das mal. Ich bilde mir auch ein, dass ich eigentlich dieses Intro mit... Alter, ist das nicht... Moment mal. Das ist sowas von einfach das Video hier, oder? Natürlich. Safe, oder? Ja. Das ist genau das. Ich habe einfach dieses Video hier davor geschnitten, vor das Karrierevideo. Eigentlich auch mit Musik, bilde ich mir ein. Aber die war halt Copyright. Also,
Die durfte man nicht haben in dem Video, ansonsten wurde das gesperrt. Deswegen habe ich das, glaube ich, nachträglich dann rausgenommen und einfach ohne Musik. Ja, so viel dazu. Okay, jetzt wird's spannend. Okay, Leute, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Saison hier in F1 2015. Was war das denn? Das hört sich einfach komplett, die ersten paar Sekunden hören sich ganz anders an irgendwie von der Qualität her. Wie ihr wahrscheinlich sehen konntet, spielen wir als Daniel Ricciardo im Red Bull. Und ja, kurz zu den Einstellungen. Wir spielen auf Legende, werden ein normales Wochenende machen, allerdings ohne Training. Also das werde ich eh für mich machen. Ich denke nicht, dass ich vom Training so viel im Video zeige, weil das nicht interessant ist. Kurzes Qualifying. Wie auch heute. Also kurz mal Real Talk an der Stelle. Ich habe in F1 2020 kein einziges Training gespielt. Kein einziges Mal. Ich simuliere die da einfach immer. Aber mir macht das einfach keinen Spaß. Ich finde das echt langweilig, diese Trainings. Und ja, das habe ich so ein bisschen beibehalten von damals. Und ich will hier jetzt auch nicht alles schlecht reden. Also, das ist okay, finde ich. Ich mache mich jetzt ein bisschen drüber lustig, weil es für mich vor allem echt unangenehm ist, das selber so zu sehen. Aber das ist mein erstes Karrierevideo. Ey, dafür geht das klar, finde ich. Spulen wir einfach mal vor zum Start des Rennens. Roten Lichtern, wenn man das so sagen kann. Mal gucken, was wir hier machen können von Startplatz 3 aus. Es könnte sehr interessant werden und es geht auch schon los. Ich weiß gar nicht, ob wir gut wegkommen. Nein, kommen wir nicht. Nein, das hat sich auch nicht geändert, die schlechten Starts. Mir fällt auch auf, ich habe da die ganze Zeit im Hintergrund so eine Musik. Das war so eine, No-Copyright-Sounds, den YouTube-Kanal kennt ihr bestimmt. Von denen einfach irgend so ein Lied. Finde ich echt nervig jetzt so im Nachhinein. Da, also vor allem während des Fahrens, da braucht man, glaube ich, keine Musik, aber naja, habe ich damals anscheinend irgendwie cool gefunden. Ist jetzt auch schon vorbei, wunderbar. So, vorsichtig gehe ich mal hier in die erste Kurve, ich will nichts riskieren, Hamilton, richtig alt. Auch das hat sich nicht geändert. Ich sag, glaube ich, auch heutzutage in jedem Video, vorsichtig, ja, keinen Schaden holen. Krass, also es hat sich wirklich, klar, von der Qualität her und alles, da brauchen wir nicht drüber reden und auch von der Art, wie ich kommentiere, ist das mit Sicherheit jetzt ein bisschen ausgereifter, aber so die Grundsteine waren damals schon da. Das ist heftig, das überrascht mich gerade echt. Langsamer kann man da nicht durchgehen, ey. Aber wir haben nur eine Position verloren, das ist ein vernünftiger Start, würde ich mal sagen. Und Räikkönen direkt hier neben Hamilton, die machen direkt richtig ernst. Hamilton will natürlich so schnell wie möglich hier an Rosberg rankommen. Oh. Und die beiden sind langsam und können. Oh, da gehe ich aber nicht innen rein, oder? Das traue ich mich nicht. Oh. Räikkönen, Alter, die sind so langsam unterwegs in manchen Kurven, ey. Das ist ein Witz, aber sind jetzt neben Hamilton. Da hätte man nicht unbedingt reingehen müssen, aber. Naja. Können vorbei, weiß ich nicht. Er ist noch da. Müssen wir jetzt aufpassen. Alter, für F1 2015-Verhältnisse ist das ganz gutes Racing eigentlich. Das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf, aber okay, das war auch so das erste Formel 1. In dem die KI wirklich aggressiver wurde und in dem man wirklich so ein bisschen Rennen fahren konnte gegen die KI. Weil bis F1 2014 war das ja gar nichts. Also da konnte man nicht wirklich battlen gegen die. Entweder man wurde halt überholt oder man hat jemanden überholt. Aber wirklich, ja, dass man so Rad an Rad irgendwelche Duelle hatte, das gab's eigentlich erst in 2015. Oh, Alter. Oh. Alter, ist er langsam. Hamilton ist wirklich richtig langsam hier unterwegs, ey. Das ist richtig qualvoll, da so hinterher zu fahren. Wir halten auch alle auf, weil er einfach so langsam fährt. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Also mal gucken, vielleicht jetzt in dieser Schikane. Ich bremse mal früher. Und versuche dann. Na, hat nicht wirklich geklappt. Ich wollte mehr. Oh doch. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Schwung hier mitgenommen, theoretisch, als Hamilton. Wow! Weil du voll abgekürzt hast, vielleicht. Aber okay. Mehr Schwung mitgenommen, ne? Im Windschatten. Wir sind sogar schneller als der Mercedes gerade. Und verbremsen uns. Ah, sorry, Hamilton. Haben wir uns leicht berührt. Dadurch haben wir, ich glaube, ich habe Hamilton rausgehauen. Das tut mir natürlich leid. Das war echt gut. Aber ist okay. Also, ich denke, man kann festhalten, auch fahrerisch, auch wenn ich da heute immer noch nicht. Ich bin jetzt nicht so der Allerbeste, aber verglichen damit habe ich mich da schon gesteigert, würde ich sagen. Das ist aber auch, muss ich sagen, das unterschätzen, glaube ich, viele. Es ist nicht so leicht zu fahren und gleichzeitig unterhaltsam zu kommentieren. Also nicht so zu kommentieren, als würde man, keine Ahnung. Das muss ja Leute irgendwie unterhalten und Leute müssen das gerne gucken. Und das zu kombinieren mit einem halbwegs guten Fahren ist nicht so leicht. Das muss man erstmal hinbekommen. Nee, Hamilton hat gar nicht so viel verloren, er ist direkt hinter uns, okay. Es tut mir leid, das war sehr dumm, da wollte ich zu viel, aber er war echt langsam. Okay, das war auch schon die erste Runde. Sehr, sehr turbulent hier. Ja, aber im Prinzip, ich bleib dabei, das ist.
in Ordnung. Für ein erstes Video, für ein erstes Karrierevideo, schauen wir mal, wie das Rennen ausgegangen ist. Ich glaube, da gab es, ja, daran erinnere ich mich sogar. Da gab es irgendwie so eine Kollision noch kurz vor Schluss. Da habe ich, glaube ich, alles dann weggehauen. Das Hamilton, Alter, was wird das hier? Das wird hier irgendwas Krankes geben gleich, ey. Oh. Was Krankes. Ah, noch sind wir vorne. Räikkönen jetzt innen. Und ist vorbei erstmal. Schon versag ich da gleich, oder? Oh mein Gott. Ja, okay, ich versag. Nein. Das war... Oh mein Gott, nein. Bitte sag ich nicht, dass das seine Schuld war. Bitte. Bitte. Gib wenigstens zu, dass du selber verkackt hast. Das habe ich gerade nicht gemacht. Ey, das ist gerade nicht passiert. Codemasters. Warum ändert sich die Kamera immer? Ich wollte sie gar nicht ändern. Ja. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht sehen, weil ich habe... Man ändert... Das war damals aber echt scheiße. Man konnte damals irgendwie die Kamera nicht richtig ändern, das weiß ich auch noch. Da hat man auf die Cockpit-Cam geschaltet und automatisch hat das Spiel dann auf diese TV-Kamera gewechselt. Deswegen hatte ich da gerade so Probleme. Ja, ich bin einfach in ihn reingelenkt, das ist keine Frage. Oh, okay. Ja, weil siehste, ich stehe zu meinen Fehlern. Nein, nicht immer, aber wenn es so eindeutig ist. Klar, manchmal versucht man, also meistens versucht man sich immer irgendwie rauszureden, das ist, glaube ich, normal, aber wenn es so eindeutig ist, das hat sich bis heute nicht geändert, würde ich sagen, dann gebe ich schon zu, dass ich da verkackt habe. Wo beenden wir das Rennen dann? Na gut, da mussten wir dann natürlich an die Box, wegen dem Flügelschaden. Und dann, wo ging das erste glorreiche Rennen zu Ende? Platz 7 anscheinend. Nicht gefiebert haben oder so, kein Plan. Das war einfach ein richtig dummer Fehler. Aber ich denke, wir haben gezeigt, dass, was wir hier reißen können. Und wir holen uns, ja, 6 Punkte. Ich wollte gerade sagen, gute 6 Punkte, aber es sind die schlechtesten 6 Punkte meines Lebens. Ja, also, ich weiß nicht. Ich bin gerade irgendwie positiv überrascht, muss ich sagen. Ich finde das gar nicht so scheiße. Wie gesagt, ich war damals, wie alt war ich da? 16? Noch 16, ich bin dann 17 geworden in dem Jahr. Das war mein erstes Karrierevideo. Das ist nicht verkehrt. Nicht verkehrt, klar hat sich da vieles verbessert, aber vieles ist auch irgendwie gleich geblieben, habe ich so das Gefühl. Also ich erkenne mich da schon drin wieder, wenn ich mir das jetzt anschaue und das finde ich irgendwie gerade cool. Genau, und zu der Zeit hatten wir dann die F1 2015 Karriere am Laufen und dann kam später noch 2010 dazu. Aber das möchte ich in dem Video jetzt nicht mehr anschneiden. Ich würde gerne noch, 2 Videos würde ich gerne noch zeigen. Hier aus der 2015er Karriere. Ja gut, ab und zu, was habe ich damals noch so gemacht? Project Cars, stimmt! Oh, Project Cars. Ey, habt ihr Bock vielleicht auf einen zweiten Teil von sowas? Ich finde das gerade so cool und da gibt's so viele coole Sachen, aber das ist halt unmöglich, das alles in ein Video zu packen, weil es halt viel zu lang wäre dann. Aber da gibt's so coole Dinge, auf die ich gerne reagieren würde. Also, falls euch das gefällt und falls ihr da Bock drauf habt, dann lasst es mich gerne wissen, dann können wir das auf jeden Fall machen. No, dann die Videos gab's damals immer, die sind für damalige Verhältnisse auch gut angekommen. Das war, da habe ich immer so ein bisschen über die Real-Life-Rennen geredet. Also, hier seht ihr F1 2016, Russland, Grand Prix. Da habe ich dann halt so meine Predictions gegeben zu dem Rennen, was ich denke, wer gewinnen wird, was ich denke generell, wie es laufen wird. Habe, glaube ich, auch ein bisschen was zum vorherigen Rennen immer gesagt. Das habe ich dann aber irgendwann beendet, weil, ich glaube, das war dann die letzte Folge, ne, das Österreich-Rennen hier. Ja, weil ich da dann irgendwann, oder war das letzte? Ja, doch, das müsste das letzte gewesen sein. Weil ich da irgendwann... in dem Österreich-Rennen, daran erinnert ihr euch vielleicht noch, das war das, in dem Rosberg und Hamilton kollidiert sind. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Rosberg da schuld war, was da passiert ist in dieser Haarnadelkurve, ist ja auch völlig egal, der ist Weltmeister geworden in dem Jahr, also spielt überhaupt keine Rolle, wer da schuld war. Aber das habe ich halt in dem Video so ein bisschen, ich habe den halt so ein bisschen beleidigt damals, weil ich war nie so der größte Fan von Rosberg, muss ich sagen, auch von Hamilton nicht, aber ja, ich habe die Aktion von Rosberg halt so ein bisschen schlecht geredet, das hat dann Hate gegeben in den Kommentaren und dann hatte ich keinen Bock mehr darauf. Das ist so die Kurzfassung. Ja, aber an sich waren das ganz interessante Videos, muss ich sagen. Oh Gott, soll ich wirklich auf Play drücken? Was geht, Leute, und willkommen zurück zu F1 2015. Wir sind heute bei 15. Das ist leider eine andere Cap. Ich dachte, das ist genau die. Habe ich die noch? Ich glaube nicht. Aber wohl doch. Da an der Wand. Lol. Da an der Wand hängt aber die ich gerade aufhab. Das finde ich gerade irgendwie cool. Findet ihr, das ist genau die. Witzig. Findet ihr bestimmt nicht so lustig wie ich gerade, aber ich finde das irgendwie cool. Alter, ich hatte vor 5 Jahren die Cap, die ich jetzt aufhab in dem Video schon. Also das ist, finde ich cool. Finde ich cool.
Wie ihr schon sehen könnt, hi. Wir haben zum ersten Mal eine kleine Face. Oh, da hat mich der Cringe hat mich gerade getroffen, sorry. Sorry. Cam dabei, lasst mich mal wissen, wie ihr das findet. Da mache ich das vielleicht öfter, weil irgendwie, weiß nicht, ich gucke mir selber auch gerne Videos mit Facecam an. Von daher dachte ich mir mal, wieso nicht? Man merkt aber noch, dass ich da so voll verunsichert bin. Das ist auch nicht leicht. Dass man so lernt, irgendwie ab und zu in die Kamera zu gucken und da wirklich so offen zu reden vor der Kamera. Auch wenn da ja, also im Prinzip redet man ja mit sich selber. Aber man weiß, dass sich Leute das anschauen und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Man merkt auch, ich habe keinen Plan, wo ich hinschauen soll und keinen Plan, was ich da eigentlich mache. Schauen wir uns auch hier mal den Start an, würde ich vorschlagen. Das finde ich irgendwie am interessantesten. Mal gucken. Hier sehen wir die Strategie. Wir starten, wie gesagt, auf den Primes. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren wird. Es könnte richtig nach hinten losgehen, aber wir könnten auch richtig, weiß nicht. Wir könnten hier auch die richtige... Übrigens, kleiner Funfact, die Kommode da, das ist die hier, die da hinter mir steht. Also, viele Dinge sind gleich geblieben. Machen, wenn was mir aber nicht gefällt... Ich rede so langsam, so das ist so anstrengend dazuzuhören, weil das halt so ein, also so lang, wie gesagt, langsam einfach. Das, ja, das ist so mein größter Kritikpunkt eigentlich dran und vielleicht auch ein bisschen zu leise, zu schüchtern noch, aber das ist klar, ich meine, das kommt halt mit der Zeit. Schauen wir mal, wie das Rennen hier so läuft. Hier sind wir auch schon beim Start. Die 5 roten Lichter gehen an und... Es geht los. Einen großen Preis von. Auch das hat sich aber nicht geändert. Also nicht groß. Das, was ich da immer sage, wenn es losgeht bei einem Rennen. Russland, wir kommen ganz vernünftig weg eigentlich dafür, dass wir die Primes haben. Es ist ein 2-Stop-Rennen. Von daher, ich glaube, die Primes halten so ungefähr bis Runde 10. Und dann weißt du jeweils. 8 Runden mit den Options oder so, das müsste sehr gut funktionieren. Ordentlich und oh mein Gott, innen vorbei. Oh mein Gott. Wer ist das hier neben uns? Rosberg. Okay, wir sind vorbei, Leute. Das war ein sehr guter Start. Wir sind direkt mal vor auf Platz 3, also direkt auf dem Podium. Und ja, jetzt müssen wir hier eigentlich nur halbwegs mithalten. Es wäre natürlich der Shit, wenn wir jetzt vor Raikkonen und Hamilton noch kommen. Das wäre der Shit. Wer sagt denn sowas? Ich denke, wir haben gewonnen, oder? Weil Russland war eh, das ist eh auch heute noch eine Strecke, obwohl heute nicht mehr so extrem, aber vor allem damals, da war die KI so schlecht in Russland, da konnte man echt leicht Siege einfahren. Und das tun wir hier auch, so wie es aussieht, Leute. Er macht einfach genau das gleiche wie Sainz vorhin. Die Legende. Boah, aber was die KI da macht, also, oh, und der auch, oder was? Verstappen noch in Toro Rosso, ja, Was ist heute mit denen los hier beim Überrunden, ey? Irgendwie keiner hat bis jetzt gut Platz gemacht. Und Leute, wir kommen jetzt in den letzten Sektor. Hamilton ist 30 Sekunden hinter uns. Ja. So viel zum Thema, die KI ist schlecht in Russland. Die Saison hier übrigens, die war richtig cool. Das war ein geiler Fight, glaube ich, gegen wen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gegen beide Mercedes, die ja damals extrem stark waren. Ja, tatsächlich. Und seht mal hier. Das ist das 14. Rennen von, wie viel gab es damals? Ich glaube 19. Da sind wir 46 Punkte hinter dem WM-Führenden, Lewis Hamilton. Und jetzt das Finale von der Saison, das möchte ich mir gerne noch anschauen. Da haben wir es doch, entspannte 30 Minuten. Ich denke, wir haben damals ein 100% Rennen gemacht sogar, ziemlich sicher. Also ich denke nicht nur, ich weiß es. Und seht mal, wie wir uns da rangekämpft haben schon. 5 Rennen später ist das ja, oder 4-5 Rennen später. Und wir sind bis auf 16 Punkte dran an Hamilton, können also Weltmeister werden in diesem letzten Rennen. Rosberg auch sogar, wenn für ihn alles perfekt läuft, also wenn Hamilton oder wir halt keine Punkte holen. Und ich würde vorschlagen, so die letzten Minuten halt, die geben wir uns jetzt mal. Das Rennen, das lief verdammt gut. Wir waren auf dem ersten Platz. Hamilton war relativ weit hinten. Also nicht auf dem Podium zumindest, wo genau der war, weiß ich jetzt nicht. Also die Chance war da, die WM zu gewinnen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Let's go. Punkt, das ist halt gar nichts, ne? Wenn ich mir jetzt so die Saison nochmal angucken würde, es gab bestimmt ein Rennen, wo wir locker noch so ein Pünktchen holen könnten und ich habe mir dann halt bestimmt irgendwie gedacht, so, yo. Ihr könnt schon denken, auf was das hinausläuft, weil ich diesen einen Punkt hier gerade erwähne, aber seht selbst. Ne, chillen wir einfach hier auf dieser Position, das reicht schon. So die 2-3 Punkte, die jucken auch keinen. Aber genau diese Punkte könnten uns gerade richtig hart jucken. Das ist...
Nein. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wenn das wirklich passiert, dass wir wegen einem Punkt verlieren. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Ist doch egal, ne? Ob jetzt wegen einem Punkt oder wegen 10, ne? Verloren ist verloren, von daher. Ja, passt das dann auch. Ja, aber verloren ist verloren, ja, aber ein Punkt, das tut schon weh. Das tut schon weh. Naja gut, also so lief das halt. Zu dem Zeitpunkt ist das darauf hinausgelaufen, dass wir mit einem Punkt die WM verlieren. Weil Hamilton, wo musste der denn da gewesen sein? Irgendwie, ich glaube, ja doch, Fünfter, ne? Fünfter, genau. Das heißt, er war Fünfter, hätte 10 Punkte geholt. Wir Erster, 25, hätten somit 15 Punkte gut gemacht. 16 Punkte war der Rückstand in der WM. Und somit, ja. Somit ist klar, was wahrscheinlich gleich passieren wird. Aber naja, für alle, die das noch nicht wissen, schaut euch das einfach an. Also da kann man jetzt nichts sagen, das ist eigentlich keine Ausrede. So. So, nochmal ganz langsam fahren, damit Hamilton länger Zeit hat, um zu verrecken, so. Das ist auch heftig, also sowas ist auch seitdem nie wieder passiert, ne? Und das wird wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr passieren. Nur ein Punkt, ein mickriger Punkt. Und das nach so einer langen Saison, das ist schon heftig. Ja, aber das, ich muss das sagen, ich finde es krass, wie sicher ich das schon kommentiert habe. Wenn man das mal vergleicht mit dem Anfang, da hat sich auf jeden Fall einiges gebessert. Und das innerhalb von nur einer Saison. Ja. Fuck off, Codemasters, Mann. Boah. Also das tut immer noch weh, das zu sehen. Da kommt dann einfach diese Einblendung. Fahrer-Weltmeister Daniel Ricciardo. Aber das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ey, boah. Ja, heftig. Ein Punkt einfach. Einfach ein Punkt. Ein Punkt. Und wir haben da auch am Ende richtig krass aufgeholt. Das waren ja vorhin irgendwie 46 Punkte nach dem Russland-Rennen. Und am Ende ist dann nur noch einer gewesen. Einfach krass. Das war's von diesem Reaction-Video hier. Mir hat's mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch auch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Ich meine, da sind noch eine Menge alter und wahrscheinlich teilweise auch sehr cringiger Videos, die wir uns anschauen können. Also, ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich wissen und dann können wir das gerne öfters mal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.